Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, seit 2002, also seit 20 Jahren, existiert auf Bundesebene das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Mit der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes 2013 wurde die Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personalverkehr bis zum 01.01.2022 gesetzlich festgeschrieben. Und im Dezember 2017, also genau vor vier Jahren, wurde hier im Landtag das fünfte Gesetz zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes verabschiedet. Und eins darf ich vorwegschießen, der heutige Staatssekretär hat sich ja damals sehr engagiert in diesem Prozess eingeschalten. Also ich bin auf seine Argumente und Anregungen gespannt, denn so lange ist es noch nicht her, dass Sie ja auch eine Erhöhung der Summen, die dort im ÖPNV-Gesetz verankert sind, ja gefordert haben. Mal schauen, wie Sie sich heute positionieren in Verantwortung. Damals, sehr geehrte Damen und Herren, wurden viele Millionen Euro für barrierefreie Angebote im öffentlichen Personalverkehr zur Verfügung gestellt. Und heute wird erneut über die Freigabe hoher Millionenbeiträge debattiert. Erneut für den barrierefreien Um- und Ausbau des ÖPNV in Brandenburg. Dieses Mal mit dem Ziel, spätestens bis 2030 die komplette Barrierefreiheit im ÖPNV zu erreichen. Also 8 Jahre später als eigentlich vorgesehen. Und die Frage, die sich mir nun stellt, lautet, was ist eigentlich in den letzten 4 Jahren passiert? Das Datum 01.01.2022 ist ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Meine Damen und Herren von den Linken, was hat denn die rot-rote Regierung in den Jahren 2015 bis 2019 erreicht in Sachen barrierefreien ÖPNV? Wäre es nicht während Ihrer Regierungszeit Ihre Aufgabe gewesen, sicherzustellen, dass bis zum 01.01.2022 die umfassende Barrierefreiheit im ÖPNV umgesetzt ist? Erläutern Sie doch einmal, warum nicht zielorientiert geplant und umgesetzt wurde, obwohl der Zielzeitpunkt doch seit vielen Jahren bekannt war und auch eine entscheidende Rolle in der Debatte im Ausschuss, in der Anhörung gespielt hat, sehr geehrte Damen und Herren. Und die zweite Frage, die sich mir beim Lesen Ihres Antrages gestellt hat, warum benachteiligen Sie überhaupt ganz bewusst alle Menschen, die im ländlichen Raum auf den ÖPNV angewiesen sind, in Ihrem Antrag? Nichts anderes ist es doch, wenn Sie fordern, dass in besonderem Maße mit besonders hohen Beiträgen nur die Aufgabenträger gemäß § 4 Absatz 1 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes bedacht werden sollen. Das nämlich sind nur die Betreiber von Straßenbahnen und O-Bussen. Also eindeutig nur innerstädtischer Verkehr. Was ist mit der Barrierefreiheit in den Fahrzeugen und an den Haltestellen auf dem Land, sehr geehrte Damen und Herren? Gerade die Aufgabenträger auf dem Land müssten doch finanziell besser ausgestattet werden. Das Alter der Fahrgäste steigt kontinuierlich und die Anzahl der potenziellen Kunden sinkt. Das heißt, die Herausforderung, einen funktionierenden ÖPNV weiterhin dauerhaft auf dem Land zu gewährleisten, wird immens groß. Und der Bedarf an nach Finanzmitteln, gerade für diese Anbieter, ebenso. Zudem soll doch gerade im ländlichen Bereich die Attraktivität des ÖPNV gesteigert werden. Das hören wir immer wieder in jeder Plenardebatte von Ihnen. Höhere Zuweisungen würden genau das ermöglichen. Der Überweisung des Antrages in den dafür zuständigen Ausschusses werden wir zustimmen. Dort überarbeiten wir dann den Antrag, sodass er allen Bürgern in Brandenburg zugutekommt und das Problem des ÖPNV und gerade des Zugangs über die Barrierefreiheit ins Visier nimmt. Die AfD-Fraktion hatte, wie Sie wissen, schließlich bereits in der letzten Legislaturperiode gute Antragsideen zum ÖPNV im ländlichen Raum. Sollte das Parlament dieser Überweisung heute nicht folgen, dann enthalten wir uns bei Ihrem Antrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, sehr geehrte Damen und Herren. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.